Ja, in der sozialen Marktwirtschaft sind eben Irrtümer für den Erfolg ausschlaggebend. Kein Erfolg ohne Irrtümer. Ja, nur sie können nur erfolgreicher Arzt werden und richtig Geld verdienen, wenn sie den Irrtum mitbringen, dass all diese Vorstellungen von der Allmacht der Bakterien und Viren und so weiter, dass diese Irrtümer, dass das ausschlaggebend sei und eben nicht die Stärke des Immunsystems durch einen gesunden Lebensstil, eine gesunde Ernährung und so weiter ausschlaggebend sei, sondern eben, dass diese starken Bakterien ausschlaggebend seien und dann eben man gegen diese starken Bakterien gegen mit dem starken Waffen der Antibiotika kämpfen muss und all das und der Impfungen kämpfen muss. Ja, wer solche Irrtümer schon als Jugendlicher mitbringt, der wird der ideale Medizinstudent und der macht dann die ideale Karriere als Arzt, weil der seine Irrtümer glaubt, weil der sozusagen ein Lebensstil, einen gesunden Lebensstil für wertlos hält, weil er ja die anderen Dinge für allmächtig hält und so weiter. Und deswegen in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus sind eben Irrtümer für den Erfolg ausschlaggebend. Kein Erfolg ohne Irrtümer. So viel zu diesem Thema.